Und wir starten mit einer Meldung, die sicher viele Eltern und vor allem berufstätige Eltern erfreut. Beim Tarifstreit um Kita-Kräfte, Erzieherinnen und Sozialarbeiter hat es heute einen Durchbruch gegeben. Stimmt die Gewerkschaftsbasis dem neuen Vergleich jetzt zu, sind neuerlich drohende Streiks in den Kindergärten abgewendet. Die Reutlinger Oberbürgermeisterin und Präsidentin des baden-württembergischen Städtetags Barbara Bosch warnt davor, dass die konkreten Probleme rund um die Flüchtlingskrise die Stimmung in der Bevölkerung zum Kippen bringen könnten. Denn wenn Flüchtlinge die Landeserstaufnahmestellen verlassen und ihr Antrag auf Asyl genehmigt worden ist, ist es an der Kommune, für ihre Anschlussunterbringung zu sorgen. Für das nächste Jahr rechnet die Stadt Reutlingen dabei mit rund 870 Fällen plus Familienangehörigen. Neben höheren Ausgaben wird der Markt für günstige Wohnungen immer knapper und damit treten die Flüchtlinge zunehmend in Konkurrenz zu Einkommensschwachen. Damit das nicht passiert, müssen ausreichend bezahlbare Wohnungen her und diese kosten. Für die Kommunen allein sind diese Kosten nicht tragbar. Bund und Land sollten zum Thema Anschlussunterbringung endlich tätig werden, so der Tenor auf einem Pressegespräch, zu dem ehrenamtliche Flüchtlingshelfer eingeladen haben. Sie alle wollen aber nicht warten, bis von oben was passiert. Sie appellieren an die Bevölkerung, Wohnungen freiwillig zur Verfügung zu stellen. Unternehmerin Susanne Schöpfer will als gutes Beispiel vorangehen. Sie hat Wohnungen für 3 Flüchtlinge aus Syrien zur Verfügung gestellt. Ich will nicht auf Berlin warten, ich will nicht auf politische Entscheidungen warten. Für mich war entscheidend, dass wir die Menschen, die heute hier in unserer Stadt sind, dass wir die aus der Bürgerschaft heraus unterstützen, weil ich möchte nicht zuschauen müssen, dass Menschen ihr Umfeld verloren haben und gleichzeitig an diesem Ankommen in Deutschland verzweifeln oder resignieren. Verzweiflung, fehlende Arbeit, Langeweile, vielerorts Treiber für Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen in Aufnahmelagern. Asyl bedeutet mehr als ein Dach über den Kopf. Vermittlung von Sprachkenntnissen, soziale Betreuung und Arbeit sind die besten Mittel zur Integration. Das alles zu finanzieren kostet, die Stadt Reutlingen veranschlagt dafür im nächsten Jahr über 1,5 Millionen Euro. An vielen Orten in der Stadt sollen nun neue Unterkünfte für die Anschlussunterbringung entstehen. Aber reicht das? Wenn wir die Flüchtlingsproblematik mal für einen Moment ausblenden, trotzdem ein Wohnungsproblem. Wir haben trotzdem Wohnungsknappheit. Also wir hatten sie vorher schon, vor der großen Flüchtlingswelle. Die ist nicht bereinigt. Und spätestens, wenn die Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung kommen, konkurrieren sie praktisch um denselben Wohnraum mit anderen Bürgerinnen und Bürgern. Und der soziale Sprengstoff, der in dieser Frage steckt, der ist ziemlich gewaltig, denke ich. Aktuell stünden 1.000 Leute auf der Warteliste der Wohnungsgesellschaft Reutlingen, erklärt Thomas Keck weiter. Auf private Bauherren könne also nicht verzichtet werden. Sie können mit Steuervorteilen gelockt werden. Orientiert am Mikrozensus von 2011 müssten in Reutlingen über 1.000 Wohnungen leer stehen. Stichwort Zweckentfremdungsverbot, eingeführt von der grün-roten Landesregierung. Wenn Wohnungen grundlos länger als ein halbes Jahr leer stehen, können Kommunen ein Bußgeld verhängen. Lediglich eine Satzung müsse dafür erlassen werden. Doch all das müssen Bund, Länder und Gemeinden regeln. Währenddessen sind die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer weiter vor Ort aktiv. Ich mache die Erfahrung, dass die Flüchtlingsarbeit eine sehr intensive Arbeit ist, dass es eine sehr bereichernde Arbeit ist, dieser Kontakt mit den fremden Menschen in Anführungszeichen, ist was, wo ich jeden Tag lerne, wo ich jeden Tag auch beglückt bin. Auf der anderen Seite, mit dem, was notwendig ist, was zu tun ist, stößt man dann aber auch wieder an Grenzen sehr schnell. Wo Einheimische schon an Behörden und Bürokratie scheitern, wie sollen dann Flüchtlinge sich darin zurechtfinden? Das ehrenamtliche Engagement ist groß, aber es ist nicht die Lösung für alles. Ehrenamt darf nicht überfordert werden, heißt es hier auf dem Pressegespräch. Aus Ihrer Sicht sind jetzt Bund und Länder am Zug.